Die ersten menschlichen Zivilisationen tauchten vor ungefähr 5000 Jahren im Mittleren Osten auf. Die ersten Siedlungen, die ersten Religionen, die ersten Könige, eine radikal neue Organisation der Gesellschaft. Und dann kam die Schrift, die den Menschen zum Eintritt in die Geschichte verhalf. Die Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts haben das Land Sumer in Mesopotamien, im Süden des heutigen Irak, zum einzigartigen Ausgangspunkt dieser Revolution gemacht. Im Laufe des Jahres 2000 wird in einem verlorenen Tal in den Bergen Südirans ein Schatz gehoben. Prachtvolle Steinvasen, Zeugen einer anderen Menschheitswiege, deren Existenz bis dahin niemand vermutet hatte. Die ältesten Legenden Mesopotamiens berichten zwar von einem antiken Königreich namens Aratta, das von hohen Bergen geschützt war, aber kein Archäologe hatte jemals Spuren dieses Reiches gefunden und für manche war Aratta nur ein Mythos. Ein Mann aus dieser Gegend hier berichtete von einem Traum, den seine Mutter hatte. In diesem Traum sagte jemand zu ihr, wenn Sie nicht länger arm sein wollen, sollten Sie am Ufer des Flusses ein Loch graben. In diesem Loch werden Sie etwas finden. Nehmen Sie es mit. Und als der Mann das Loch gegraben hatte, fand er das erste Objekt. Er hat es mitgenommen und verkauft. Er hat es für 500.000 Tumans verkauft, vielleicht auch für 1 Million Tumans. Das hat sich herumgesprochen und danach hat es hier von Leuten gewimmelt. Nach 5 Jahren der Trockenheit wurde dieses Tal im Süden Irans von einem Hochwasser des Halil überflutet. Der Schatz, den die Erde anschließend freigab, stellte eine unverhoffte Chance für die Anwohner dar. Hunderte Familien begannen an den Uferböschungen des Halil Rud zu graben. Durch diese isolierte Region zieht sich eine der großen Opiumrouten aus Afghanistan. Sehr schnell konzentrierten sich Schmuggler auf die Stadt Giroft. Dort erwarben sie für einige hundert Euro diese Kunstschätze, die auf den westlichen Märkten mehrere hunderttausend Euro erbringen konnten. Ein ganzes Jahr vergeht, ehe sich die iranischen Behörden der Tragweite des Dramas bewusst werden, das sich hier abspielt. Anfang 2001 entsendet Teheran bewaffnete Truppen, um die Region zu sichern und dem Schmuggel ein Ende zu machen. Einen Monat später wird Professor Youssef Majidzadeh hinzugerufen, um einen ersten Posten von 200 Objekten zu begutachten, die die Behörden bei der Gefangennahme eines Schmugglers in die Hände bekommen hatten. Dieser Fachmann der mesopotamischen Kultur kann sich nicht einmal annähernd vorstellen, was ihn erwartet. Als ich diese Stücke zum ersten Mal sah, war ich einem Herzanfall nahe. Einen Moment lang setzte mein Herz aus. Der Stil dieser Kunstschätze ist ihm vertraut. Fragmente solcher Objekte wurden auf verschiedenen Grabungsstätten des 3. Jahrtausends vor Christus gefunden, die mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt lagen. In mesopotamischen Tempeln,
in Oman auf der arabischen Halbinsel, aber auch an den Ufern des Indus bis hinein nach Afghanistan. Ihre Herkunft war den Archäologen ein Rätsel. Die Menge der hier sichergestellten Stücke lässt keinen Zweifel an ihrem Ursprung. Sie wurden in diesem Tal gefertigt. Mit dieser schlichten Feststellung eröffnen sich schwindelerregende Perspektiven. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie aufgeregt ich war, als ich diese Stücke entdeckte. Sie widersprachen allem, was ich in meinem Leben als Archäologe gelernt hatte. Ich sah etwas, was in Mesopotamien nicht existiert. Etwas sehr viel raffinierteres als die mesopotamische Kunst. Die Feinheit dieser Basreliefs, die vor fast 5000 Jahren in weiches Chloritgestein geschnitten wurden, lässt den Schluss zu, dass es im dritten Jahrtausend eine andere, mindestens ebenso entwickelte Kultur gab wie die Mesopotamiens. Vom Rest der Welt durch über 4000 Meter hohe Berge und weite Wüstenregionen isoliert, ist das Tal, wo sie entdeckt wurden, eine grüne Oase auf halber Höhe zwischen den beiden ältesten Zivilisationszentren des Mittleren Ostens, Mesopotamien und der Indusregion. Dieses 400 Kilometer lange Territorium wurde praktisch nie von Archäologen erforscht, mit Ausnahme eines in den 70er Jahren ausgegrabenen kleinen Hügels, Tepe Yahia, der Spuren eines Dorfs aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend aufwies. Aber diesmal sieht es so aus, als hätten die Bewohner den wesentlichen Teil ihrer Entdeckungen an der breitesten Stelle des Tals, etwa 30 Kilometer im Süden der Stadt Giroft, gemacht. Die iranischen Behörden benötigen mehrere Monate, um die Kontrolle über die Region zurückzugewinnen. Und als Professor Majidzadeh sich endlich an Ort und Stelle begeben kann, entdeckt er ein Schlachtfeld voller Scherben. Es handelt sich um riesige Friedhöfe, die von den Plünderern verwüstet wurden. Die Anzahl dieser offenen Gruben legt nahe, dass eine enorme Menge von Schätzen aus den Gräbern gestohlen wurde. Aber wir können darin auch den Beweis sehen, dass hier vor 5000 Jahren eine große Bevölkerung lebte. Und das hatte sich bis dahin niemand träumen lassen. Sad, very sad. Es ist traurig. Sehr traurig. Uns sind jede Menge Informationen verloren gegangen. Nicht nur Kunstschätze, sondern vor allem auch viele Informationen. Wir haben kein Skelett, keinerlei Gebeine, die wir untersuchen könnten. Rein gar nichts. Wir wissen nicht, wer sie waren, welche Beziehungen zwischen ihnen bestanden. Wir wissen nichts über ihre Krankheiten oder ihre Religionen. Die drei größten der geplünderten Friedhöfe liegen in der Nähe des kleinen Dorfes Konal Sandal. Zwei imposante Hügel beherrschen die Landschaft. Die zahlreichen Tonscherben verraten, dass hier Überreste aus dem dritten Jahrtausend vor Christus liegen. Vielleicht handelt es sich nur um ein weiteres Dorf, wie Tepe Yahia, aber es sind mächtige Hügel und der Professor ist fest davon überzeugt, dass diese Entdeckung eine ganz andere Tragweite hat. Vier der ältesten mesopotamischen Legenden erwähnen ein sagenhaftes Königreich namens Aratta, ein antikes Eldorado, nach dessen Macht und Reichtümern es die Sumerer gelüstete.
Kein Archäologe hat Arata jemals gefunden. Aber eine dieser Legenden liefert sehr konkrete Hinweise auf die Reiseroute eines Boten, den der König von Uruk zum König von Arata gesandt hatte, um dessen Unterwerfung zu fordern. Die Bewohner von Susa und dann von Anshan machten sich klein wie Mäuschen, um den Abgesandten der Göttin Inanna zu grüßen. In den großen Gebirgsketten warfen sich alle in den Staub bei seiner Durchreise. Er überquerte 5 Berge, 6 Berge, 7 Berge und blickte nicht auf, bis Arata in Sicht kam. 1976 veröffentlichte Majidzadeh einen Artikel, der aus diesen Hinweisen den Schluss zog, dass sich Arata genau in dieser Region des südlichen Irans befinden müsse. Für ihn stand unabweisbar fest, dass es sich hier um Überreste des legendären Arata handelte. Im November 2002 betraut ihn die Organisation des iranischen Kulturerbes mit der Leitung von Ausgrabungen im gesamten Tal des Halil Rud. Er stellt ein internationales Team zusammen, das jeweils zur Hälfte aus iranischen Archäologen und Fachleuten amerikanischer und europäischer Universitäten besteht. Das Basislager der Ausgrabungen wird in Giroft, 25 Kilometer nördlich der Grabungsstätten, errichtet. Die Situation hat für Professor Majidzadeh einen ganz besonderen Reiz. 1984 wurde er vom islamischen Regime als Konterrevolutionär angeklagt. Er hatte den Iran verlassen müssen und war nach Frankreich gegangen, der Heimat seiner Frau. 18 Jahre später nun drängten ihn die iranischen Behörden aufgrund seiner einzigartigen Fachkompetenz, die Leitung dieser Ausgrabungen zu übernehmen. Die Ausmaße des Geländes sind gewaltig. Fast 200 Arbeiter der benachbarten Dörfer wurden eigens zu diesem Anlass ausgebildet. 12 Grabungen werden gleichzeitig auf beiden Städten eröffnet. In kurzer Zeit werden auf dem höheren der beiden Hügel eindrucksvolle Mauern aus ungebranntem Naturziegelstein freigelegt. An einer grafischen Darstellung lassen sich die Schichten und Unterschichten relativ sicher erkennen. Wir found that this is an ancient archaeological mound. Wir stießen auf eine fast 10 Meter hohe Anhöhe, auf der sich die Überreste einer 11 Meter hohen Konstruktion erheben. Es handelt sich um ein Einzelbauwerk, das aus einer einzigen Periode stammt und riesig gewesen sein muss. Das zweite Gelände, etwas mehr als 1 Kilometer entfernt gelegen, ist stark beschädigt. Die Erde wurde benutzt, um die benachbarten Palmenhaine aufzuschütten. Was von dem Hügel geblieben ist, sieht nur noch wie eine große Ansammlung von Naturziegelsteinen aus. Aber ihre regelmäßige Anordnung verrät eine überraschend meisterliche Beherrschung der Konstruktionstechniken. Wir haben errechnet, dass hier etwa 5 Millionen Ziegelsteine benutzt worden sein müssen. Und ihre Anordnung ist perfekt. Es ist unglaublich, dass Baumeister dieser Epoche eine solche Konstruktion entwerfen konnten. Diese Ingenieure waren Genies. Das Monument scheint tatsächlich aus mehreren übereinandergelegten Terrassen zu bestehen. Eine Struktur, die an das Motiv bestimmter Chloritgefäße erinnert. Es ist eine Stufenpyramide, aber sie ist gigantisch. 400 mal 400 Meter.
Mesopotamien und Elam wurden Pyramiden dieses Typs auf zahlreichen Städten freigelegt. Es wird angenommen, dass es sich um religiöse Monumente handelt. In Mesopotamien werden diese Tempel Ziggurat genannt. Aber die ältesten datieren erst aus dem ausgehenden 3. Jahrtausend und keiner überschreitet eine Kantenlänge von 120 Metern. Mit einer ersten Ebene von fast 400 Metern wäre dieses Bauwerk zugleich mehrere Jahrhunderte älter und sehr viel größer als alle bis dato bekannten Konstruktionen dieses Typs. Die Freilegung dieses Monuments erfordert 20 Jahre Arbeit. Deshalb haben wir viele Länder um Hilfe gebeten. Wir stehen hier vor einer internationalen archäologischen Herausforderung. Das gesamte Gelände liefert bereits eine unglaubliche Menge verschiedenster Materialien. Und Josef Machizadeh weiß schon jetzt, dass die Mittel der iranischen Archäologie nicht ausreichen werden. Mir war von Anfang an klar, dass dies eine grenzüberschreitende Entdeckung war. Diese Überreste gehen die ganze Menschheit an. Eine Zivilisation gehört nicht nur einer einzigen Nation. Hier geht es um die Entwicklung der ersten menschlichen Kulturen und Zivilisationen. Aufgrund seiner langjährigen Isolation und der Betonung der islamischen Kultur mangelt es dem Iran an Spezialisten für das 3. Jahrtausend. Deshalb hat sich der Professor der Mitarbeit eines der weltweit größten Spezialisten für die Steinschneidekunst des antiken Orients versichert. Holly Pittman von der Universität Pennsylvania. Mir geht es in erster Linie darum, dass eine neue Generation iranischer Archäologen bereit ist, sich mit einem, wie ich meine, der reichsten archäologischen Vorkommen der Welt zu beschäftigen. Je mehr die Kampagne voranschreitet, desto mehr gibt das Gelände Holly Pittman recht. Am Fuß des großen Hügels stößt der Grabungsort Nummer 6 auf Überreste einer anderen Art, eine Gruppe von Wohngebäuden. Sehr schnell wird die Verbindung zu den Objekten auf den Friedhöfen klar. Machizadeh beschließt nun, 700 Meter neben dem Hügel weitere Grabungen zu eröffnen, in Richtung eines der großen geplünderten Friedhöfe. Sofort stoßen sie auf reiche Spuren von Bewohnern. Die Behausungen scheinen sich in der Tat in alle Richtungen rund um die beiden Hügel zu erstrecken. Von hier aus können wir zahlreiche Erhebungen erkennen. Sie sehen genauso aus wie diese Hügel hier, wo wir die Wohnungen entdeckt haben. Das heißt, die gesamte Zone war eine einzige große Stadt. Diese Siedlung erstreckte sich wahrscheinlich bis zu den Grenzen der großen Friedhöfe, die im Allgemeinen vor den Toren einer Stadt liegen, und dürfte den ursprünglichen Lauf des Halil Rut einbezogen haben. Ein gigantischer Umfang für eine Stadt des 3. Jahrtausends. Parallel zu den Ausgrabungen hat Professor Machizadeh seinen Assistenten Soleimani beauftragt, den gesamten Verlauf des Halil Rut systematisch zu erforschen. Dieses Tal weist eine unglaubliche Menge Spuren auf, die von einer starken menschlichen Besiedlung im 3. Jahrtausend zeugen. Bis jetzt haben wir 500 oder 600 archäologische Stätten ausgemacht. 10-15% dieser Stätten datieren aus der islamischen Periode. Alle anderen sind prähistorisch.
Selbst die entlegensten Gebirgsorte, die heute praktisch menschenleer sind, scheinen zu dieser Zeit bewohnt gewesen zu sein. Die erste Ausgrabungssaison endet mit einer Gewissheit. Die Siedlung, die nach und nach zutage gefördert wird, war das Zentrum eines mächtigen Königreichs, das hier vor 5000 Jahren eine Blütezeit erlebt hat. Das fehlende Teil im großen Puzzle der Ursprünge unserer Zivilisationen. Diese Zivilisation war von der Geschichte vollkommen vergessen. Heute taucht sie nach und nach wieder auf. Sie tritt gerade aus dem Schatten, und das ist eine wunderbare Sache. Die Entdeckung dieses neuen Akteurs war ein einschneidendes Ereignis für die gesamte Archäologie des Mittleren Ostens. Wer waren diese Menschen? Welchen Stand der kulturellen Entwicklung hatten sie erreicht? Welche Rolle spielten sie bei der Geburt der ersten Zivilisationen? Die Entwicklung einer Zivilisation mitten in diesen Bergen hat sicher auch damit zu tun, dass dieses Tal im dritten Jahrtausend, vielleicht stärker noch als Mesopotamien, alle Merkmale einer idealen Menschheitswiege aufwies. Als ich dieses Tal entdeckte, dachte ich spontan an ein kleines Mesopotamien. Es war eine üppige Aufschüttungsebene, ein sehr fruchtbares Ackerland, durchzogen von einem Fluss, der Lebensquelle war, aber gleichzeitig auch ein unvorhersehbares Naturelement, das den Menschen Kreativität abverlangte, wenn sie an seinen Ufern leben wollten. Be creative in order to work around it. Um zu verstehen, in welchem Maße es den Bewohnern dieser Siedlung gelang, ihre Ressourcen zu nutzen, haben sich weitere Fachleute dem Team angeschlossen. Marjane Mashkur ist Paläozoologin. Sie untersucht die auf dem Gelände entdeckten Tierknochen. Margareta Tengberg befasst sich mit den Pflanzenrückständen, insbesondere von Getreide und Holzkohle, wie sie in den Wohnanlagen gefunden wurden. Aus ihren Forschungen entsteht nach und nach das Bild einer Kultur, die schon weit fortgeschritten war auf dem Weg zu einer urbanen Zivilisation. Hier sehe ich mir Fragmente von Naturziegelsteinen an, die vom Gelände stammen. Ich erkenne darin kleine Gerstenreste, das heißt, wir haben es mit angebautem Getreide zu tun. Hier, wie in Mesopotamien, betrieben die Menschen also bereits Landwirtschaft. Und wie es scheint, haben sie zugunsten der Tierzucht das Jagen aufgegeben. Was ich hier erkenne, lässt vor allem auf Hornvieh schließen, also auf Schafe und Ziegen. Hornvieh und Rinder finden sich zahlreich in Konasandal. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Haustiere. Gejagt wurde offensichtlich eher selten, aber das ist normal und nicht überraschend für ein urbanes Gelände diesen Typs. Musik.
Das alles begeistert uns. Wir sind den Menschen und ihren Aktivitäten so nahe, dass wir sie praktisch leibhaftig vor uns sehen. Aber die Reste der Mahlzeiten dieser Hirten und Landwirte geben auch darüber Auskunft, dass sich die Menschen nicht mit den Ressourcen ihres Tals begnügten, sondern weite Wege nicht scheuten, um die von ihnen geschätzten Waren zu finden. Wir finden sehr häufig und konstant auch Fischgräten, und ich spreche natürlich von verzehrtem Fisch. Mich fasziniert der Gedanke, dass wir 300 Kilometer vom Persischen Golf entfernt sind und dass es den Menschen damals dennoch gelang, all diese Produkte herbeizuschaffen. Die auf dem Gelände gefundene Holzkohle lässt sogar vermuten, dass diese Menschen vielleicht eine Kulturtechnik erfunden und dann in den Persischen Golf exportiert haben, die in der Folgezeit in allen Wüsten- und Halbwüstenregionen lebenswichtig wurde. In dieser Probe habe ich Traubenkerne gefunden, die von wildwachsendem Wein zu stammen scheinen. Und es gibt auch verkohlte Dattelkerne. Das beantwortet die Frage, ob es in der Vergangenheit, in der Bronzezeit, schon Dattelpalmen gab. Die Dattelpalme ist heute einer der Reichtümer des Tals. Und ihre zahlreichen Abbildungen auf den Chloritgefäßen lassen vermuten, dass sie bereits im dritten Jahrtausend eine wichtige Rolle spielte. Den ersten Anbau von Dattelpalmen siedeln wir eher auf der anderen Seite des Persischen Golfes an, das heißt auf der Halbinsel Oman, und zwar ab Beginn des dritten Jahrtausends. Und es kann auch sein, dass die Dattelpalme hier bereits angebaut und von dieser Region aus nach Oman eingeführt wurde. Das würde voraussetzen, dass diese Zivilisation nicht abgeschottet in ihrer Bergregion gelebt, sondern Kontakt zu anderen zeitgenössischen Kulturen aufgenommen hat. Und tatsächlich liefert Mitte Februar eine Grabung am Fuß des großen Hügels plötzlich einen Fund von neuer Qualität, der diese Hypothese untermauert. Siegelabdrücke. Die Spezialität von Holly Pittman. Siegel sind charakteristisch für die alten orientalischen Zivilisationen. Sie tauchen ab dem 7. vorchristlichen Jahrtausend auf. Hier das Muster eines Siegels. Es ist aus Stein. Auf der einen Seite hat es einen kleinen Knauf und auf der flachen Seite ist ein Motiv eingraviert. Ein Siegelabdruck auf dem Ton, mit dem ein Behälter verschlossen wurde, war ein offizielles Dokument, das den Besitzer des Inhalts identifizierte. Im dritten Jahrtausend bestand der Warenaustausch hauptsächlich aus Rohstoffen. Und jede Siedlung, jede Region fertigte ein Siegel mit einem jeweils eigenen Motiv. Aber hier zeigen diese Motive eine außergewöhnliche Vielfalt. Die Motive und Formen lassen erkennen, woher die Siegel stammen. Aus Mesopotamien im Westen, aus dem Indus-Tal im Osten, vielleicht aus dem Norden, aus Baktrien, dem heutigen Afghanistan, und aus den Regionen des Persischen Golfs im Süden. Hier waren also Menschen aus all diesen Regionen unterwegs auf der Suche nach Rohstoffen, die sie dann mit nach Hause nahmen. Diese Siedlung lag folglich im Zentrum eines großen Handelsnetzes, das die gesamte zivilisierte Welt der damaligen Epoche einschloss. Aber was suchten die Vertreter dieser fernen Königreiche hier?
Und warum konzentrierte sich Ihre Aktivität auf das mysteriöse Gebäude des großen Hügels? In Mesopotamien wurden Transaktionen unter Aufsicht von Fürsten oder Priestern in Verwaltungsgebäuden abgewickelt, in denen auch die Siegel angebracht oder entfernt wurden. Seit der Entdeckung dieser Siegel hat Professor Machizadeh einen großen Teil seiner Mittel auf die Erweiterung dieses Grabungsortes verwandt. Und hier findet er endlich den Schlüssel zum Verständnis des Gebäudes, das dieser Hügel beherbergt. Dies ist die Westfassade des monumentalen Gebäudes. Sie weist auf das alte Bett des Halils. Und wir wissen, dass hier der Eingang liegt. Denn rechts endet die Umfassungsmauer. Offenbar beschrieb dieser Zugang zu dem Gebäude eine Krümmung von etwa 90 Grad. In diesem Jahr konnten wir 15 bis 20 Meter weit in das Innere dieser gigantischen Konstruktion vordringen. Wer ein solches Monument erbauen ließ und darin lebte, war ganz gewiss kein gewöhnlicher Mensch. Er gehörte zur herrschenden Klasse, war vielleicht ein König, vielleicht der König von Aratta. Das Bauwerk war eine riesige Festung, die sich über zwei Etagen erstreckte. Und die für die damalige Zeit außergewöhnliche Architektur stand offensichtlich auch Pate bei der Motivgestaltung dieser Gefäße. Den Archäologen gilt sie als zusätzlicher Beweis für den Grad der Perfektion, den diese Zivilisation erreicht hatte. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen einen Palast auf dem Gipfel dieses Hügels und nehmen am Abend auf der Terrasse Platz, um die Landschaft zu betrachten. Es handelt sich um eine weitere unabhängige, autonome Zivilisation, die bei Anbruch des dritten Jahrtausends hier zur Blüte gelangte. Dass dieser Ort das Arata der Sumerer sein könnte, dass sie wie einen weiteren, nur etwas entfernt gelegenen mesopotamischen Stadtstaat beschrieben, ist daher für mich ein absolut naheliegender Gedanke. Um dieses archäologische Juwel vor weiteren Plünderungen zu schützen, hat Professor Machizadeh all seine Ruhetage auf Vorträge in den Dörfern des Tals verwandt. Und diese Vorgehensweise trägt Früchte. Die Polizei mag punktuell nützlich sein, auf die Dauer ist sie es nicht. Das Beste ist es, die Leute zu informieren, was dieses kulturelle Erbe bedeutet und worin der wahre Wert der Funde besteht. Schüler aus der Region besuchen inzwischen die Grabungsstätten und befragen die Archäologen. Und sogar die Familien, die hier vor knapp einem Jahr nach Schätzen gruben, nutzen das Gelände heute für ihren Freitagsspaziergang. Wir wussten nicht, dass diese Menschen hier gelebt hatten. Aber als Professor Machizadeh uns das alles erklärt hatte, waren wir sehr glücklich. Wir beschäftigen uns jetzt mehr mit unserem Dorf. Wir widmen ihm mehr Aufmerksamkeit. Leute aus dem Dorf kommen mit vollen Plastiktüten zu mir und sagen: Herr Professor, hier bringen wir Ihnen die Sachen, die wir zu Hause hatten. Wir hoffen, dass Sie sie annehmen. Professor Machizadeh verspricht sich viel von dieser dritten Grabungskampagne. Aber sie beginnt unter schlechten Vorzeichen.
Ich hoffe, wir bekommen keinen Regen. Sonst müssten wir die Grabungen unterbrechen. Regen ist selten in dieser Halbwüstenregion und er verwandelt die Grabungsstätte sofort in ein unzugängliches Schlammloch. All diese Überreste sind aus Naturziegel, das heißt aus getrocknetem Lehm. Das Wasser und die Temperaturen, die hier 50 Grad erreichen können, zerstören unwiderruflich die Strukturen, die durch die Grabungen ans Licht gefördert wurden. Ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben hier vor einem Jahr gegraben und hier vor zwei Jahren. Dort und an dieser Stelle wurden Zerstörungen angerichtet. Jedes Jahr gewinnen wir immer nur ein Puzzleteil. Ein Gesamtbild werden wir nie bekommen. Zum Glück regnet es hier nie besonders lange. Und als die Arbeiten wieder aufgenommen werden, finden sich in einem Graben am Rand einer Terrasse hinter dem Palast unverhofft zahlreiche Siegelabdrücke und die verschiedenartigsten Überbleibsel. Frau Golami legt gerade eine Grube frei, das heißt einen Müllabladeplatz am Rand einer Terrasse. In dieser Grube finden sich zahlreiche irdene Trinkbecher, Knochen, Holzkohle und Tonscherben. Genau die Sorte von Abfällen, die man abends nach getaner Arbeit zusammenkehrt. Unter den Abfällen dieser antiken Müllhalde identifiziert Holly Pittman Spuren der beruflichen Aktivität, die sich auf dieser Terrasse abgespielt hat. Unter den Funden in dieser Grube waren auch Fragmente von hübschen kleinen Holzperlen und Halbedelsteinschmuck. Daher meine Idee, dass diese Terrasse eine Werkstatt zur Herstellung von kleinen Luxusgegenständen war. Of luxury small stone objects. Aus der Art der Siegelabdrücke schließt sie, dass dieses Kunsthandwerk im Zentrum der hier getätigten Geschäfte stand. Wir fanden Siegel, mit denen Körbe verschlossen waren. Wir fanden kleine Schachteln, kleine Taschen. Es scheint, dass hier alle möglichen kleinen Verpackungen versiegelt wurden. Daher vermute ich, dass diese wertvollen Steine genau gezählt und gewogen wurden. Und wir haben auch Gewichte gefunden, die beweisen, dass eine Kontrolle der Warenmengen stattfand. Diese Entdeckung veranlasst die Archäologen zur erneuten Überprüfung eines merkwürdigen Steinhaufens, der im Lauf der ersten Saison bei der Anlage des Schnitts zur Darstellung der Schichten eingestürzt war und dem niemand ernsthaft Beachtung geschenkt hatte. Einmal gereinigt und sortiert, verraten diese Steine ihre wahre Natur.
Wir haben es mit einem Mix aus Steinen, Metallen und Mineralien zu tun, die wahrscheinlich den Ausgangspunkt für eine kunsthandwerkliche Aktivität und eine Vermarktung in der damaligen Zeit bildeten. Die für dieses Kunsthandwerk benötigten Steine finden sich alle in einem Umkreis von 100 Kilometern um Kona Sandal. Auch das Chlorit für die prachtvollen Gefäße, die wir auf dem Gelände so reichlich gefunden haben. Dieses Materiallager, direkt innerhalb der Festung gelegen, könnte den Schlüssel für jenen Handel liefern, der die Geschäftsleute aus aller Welt hierher lockte. Das Sammeln und Schneiden der Steine dürfte die Spezialität dieses Königreichs gewesen sein. Dazu passt, dass der König von Uruk einer mesopotamischen Legende zufolge als Zeichen der Unterwerfung von Aratta verlangt, das Volk von Aratta soll mir die Steine aus seinen Bergen bringen. Es soll perfekte Steine aus Lapislazuli-Blöcken schneiden. Es soll für mich einen göttlichen Tempel zu Ehren Inannas errichten und ihn im Inneren ausschmücken. Bedenkt man die Verbreitung der Chloritgefäße, hatte der Ruf der Steinschneider von Halilrud auch Mesopotamien erreicht. Unter den Siegelabdrücken entdeckt Holly Pittman einen neuen Beweis für die einzigartige Begabung dieser Kunsthandwerker. Sie erkennt Motive, denen sie noch nie zuvor begegnet ist. This is a very highly developed style. Es handelt sich um einen hochentwickelten Stil mit einer ganz eigenen Ikonografie und eigenen Formen. Ich sehe darin die Arbeit von zwei oder drei Kunsthandwerksmeistern, die eine phänomenale Vorstellungskraft besitzen mussten, um Bilder von einer solchen Lebendigkeit und Vitalität zu schaffen. Der Stil dieser Siegel, ebenso wie die Perfektion der Chloritobjekte, zeugen von der großen Kreativität der Künstler im Tal des Halilrud. Professor Majidzadeh sieht in dieser außergewöhnlichen Begabung einen der möglichen Gründe für den Einfluss dieser Zivilisation auf ihre Epoche. Nirgendwo in der gesamten Region findet sich eine solche Vorstellungskraft, eine solche Kreativität. Wenn Produkte exportiert werden, reisen die Ideen bekanntlich mit. Damals wie heute. Manche Elemente dieser Ikonografie scheinen in der Tat Legenden zu illustrieren, die erst sehr viel später in den mesopotamischen Darstellungen auftauchen. Die Etana-Legende ist in Mesopotamien erst seit den allerletzten Tagen des dritten Jahrtausends dokumentiert. Sie berichtet, wie sich eine Schlange aus Rache an einem Adler, der ihre Kleinen verschlungen hatte, dem Rat eines Gottes folgend, in einem Stück Aas verbarg, um dort ihren Feind zu überraschen. Beim Anblick dieser Bilder einer Kuh, die von einem Adler angegriffen wird, oder dieser Konfrontation zweier Schlangen und eines Adlers, ist mir der Gedanke gekommen, dass dies die Geschichte von Etana sein könnte, 500 oder 600 Jahre, bevor die Mesopotamier sie auf ihren Siegeln darstellten. Ebenso zeigt das Gilgamesch-Epos, die vielleicht bedeutendste Legende Mesopotamiens, die Figur eines Skorpionmannes als Hüter des Höllengebirges. Aber in ganz Mesopotamien wurde nur ein einziges Bild gefunden, das ihn darstellte. Im Tal des Halilrud taucht der Skorpionmann dagegen auf Dutzenden von Gefäßen auf. Für den Professor legt all dies nahe, dass sich diese Kultur vor der mesopotamischen entwickelt und die letztere auf zahlreichen Gebieten beeinflusst hat. Als Eric Fouache die Ergebnisse der auf den Grabungsstätten gemachten geophysikalischen Aufnahmen sichtet, scheinen sie diese Annahme zu bestätigen.
Wir erkennen sehr deutlich in Rot und Braun einen Sockel entsprechend der Topographie, auf der sich die Menschen von Kona Sandal niedergelassen haben. Darüber befindet sich eine 12 Meter dicke Schicht von Ablagerungen, die wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit geologischer Natur sind. Wir sehen in einem Meter Tiefe geometrische Strukturen, die nichts anderes sein können als Wände, und erkennen in 2 Metern Tiefe, dass die Artefakte auf andere Weise angeordnet sind. Ein Beweis, dass wir mehrere Generationen von Überresten haben und damit ein Fundament der antiken Städte. Der Untergrund von Kona Sandal könnte also Spuren einer Besiedlung in sich bergen, die weit vor den ältesten mesopotamischen Überresten zu datieren ist. Den Geophysikern zufolge gäbe es archäologische Überreste bis hinab in 12 Meter Tiefe. Das hieße, dass diese Menschen sich nicht vor 5000, sondern vielleicht schon vor 10.000 Jahren hier angesiedelt haben. Diese Erkenntnis stellt sich ganz am Ende der Kampagne 2005 ein. Fast die gesamte Stätte ist geschlossen, mit Ausnahme des Grabens von Herrn Soleimani am Eingang des Palastes. Und da geschieht etwas beinahe Filmreifes. Hey, Doktor. Auf diesem Stück gebranntem Ziegelstein, dem ersten auf der Stätte entdeckten, zeigen sich deutliche Zeichen einer Gravur. Kein Zweifel, es ist eine archaische Inschrift. Was alle gehofft hatten, aber niemand zu glauben wagte, ist damit bewiesen. Auch diese Zivilisation hatte bereits bei Anbruch des dritten Jahrtausends eine Schrift entwickelt. Hi. Hello. How are you? How was your day? Not bad. I have a little present for you. All right, am I ready for this? Congratulations. You did it. Oh, we did it. We did it. Where did it come from? Another Soleimani found it in the fortification at the doorway. What do you think of it? It's a building inscription. Mm-hmm. It's linear Elamite, but it looks earlier to me. Yes. It's unlike the Shahdan. Das lineare Elamisch ist eine Schrift, von der einige Muster auf der iranischen Hochebene entdeckt wurden. Sie ist bis heute leider nur teilweise entziffert. Und diese Inschrift scheint älter zu sein als die bis jetzt bekannten Versionen. Damit eröffnen sich so überwältigende Perspektiven, dass Holly Pittman zunächst nur ungläubig lachen kann. Maybe I can read A-R-A-T-T-A. Maybe. Arata. Maybe, yes. Right on the top. Wir haben diese Schrift ganz oben auf der jüngsten Schicht entdeckt. Und darunter gibt es noch eine 12 Meter dicke Schicht archäologischer Ablagerungen. Möglicherweise werden wir also noch ältere Versionen finden. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir eines Tages, dass die Schrift hier erfunden wurde. Ich will nichts versprechen, aber unmöglich ist nichts. Die Stadt Giroft setzt große Hoffnungen in diese Vergangenheit, die sie aus ihrer Anonymität befreit hat. Ein im Februar 2005 hier veranstaltetes Seminar zum Thema des Kulturerbes im Tal des Halilrut wird von allen begeistert begrüßt. Mehr als 2000 Personen aus der ganzen Region reisen an, um der Eröffnung beizuwohnen. Archäologen aus aller Welt entdecken bei dieser Gelegenheit die ganz realen Überreste einer der ältesten Siedlungen, deren Spuren vielleicht einzig eine Legende bewahrt hatte. Es wird noch jahrelange Grabungen erfordern, um alle Geheimnisse dieser Zivilisation zu enträtseln. Aber die Erfüllung von Professor Machizadehs Traum rückt jedes Jahr näher. Es ist beinahe erschreckend. Ich wage nicht, die mit dieser Stätte verbundenen Umwälzungen vorherzusagen. Ohnehin wird mir niemand glauben.
Vielleicht wird man nie wissen, ob es tatsächlich diese Siedlung war, die von den Mesopotamiern Aratta getauft wurde. Aber schon jetzt kann niemand mehr behaupten, dass Mesopotamien das einzige Kulturzentrum des Mittleren Ostens war. Diese andere Menschheitswiege hat von nun an einen festen Platz im Gedächtnis der Menschheit. Dr. Majidzadeh hat seit seinem ersten Aufenthalt hier immer betont, dass der Name der Dörfer der Geschichte erhalten bleiben muss. Vorher gab es weder den Namen Giroft noch den unseres Dorfes. Aber inzwischen weiß die ganze Welt, dass vor 5000 Jahren so etwas Großes im Iran existiert hat. Wo im Iran? Zum Beispiel in Giroft, im Bezirk Kerman.